Der Hunger auf Brot ist riesig. Knapp 36 Milliarden Euro geben wir jedes Jahr für Brot aus. Die Industrie sorgt rund um die Uhr für Nachschub. Also das sind ja 8 Kilo Stangen, die wir hier backen. In der Stunde haben wir so 200 Stangen, 300 Stangen. Bei diesem Bäcker gibt es echte Luxusbrote. Sein Traum? Er will seine Ware künftig regelmäßig an das bekannte Grand Hotel in Heiligendamm liefern. Wir wollten schon mal Ware haben, da habe ich gesagt, ja, Heiligendamm, wo ist das denn? Wir haben Heiligendamm schon mal geliefert, wie dieser G8-Gipfel war. Das war geil. Brot ist ein Millionengeschäft und Lebensgrundlage für mehrere Millionen Menschen. Umso mehr Brot ich verkaufe, umso mehr verdiene ich. Deutschland ist auf das Grundnahrungsmittel angewiesen. Würden wir zahlreiche Mühlen, die hier von Bedeutung sind, abschalten, hätten wir in einigen Tagen oder einigen Wochen ein akutes Ernährungsproblem. Wir lernen die Menschen kennen, die uns rund um die Uhr mit Brot versorgen. Morgens um 4:30, 50 Kilometer nördlich von Hannover. Während die meisten noch schlafen, arbeitet er bereits seit mehreren Stunden. Kultbäcker Jochen Gaues. Euer nicht einschlagen, nicht einschlagen, nicht einschlagen. Salz, immer Salz her. So, hier machen wir jetzt Bauern. Zwei unterste raus. Hier rüber, Baguette. Der Ton in der Backstube ist rau. Bei der Arbeit achtet der Unternehmer auf jedes Detail. Und dann so wenig wie möglich ankommen. Einmal rüberschlagen. Fertig, ne? Geil. Geil, ne? Geil! Die Leidenschaft fürs Brotbacken hat Jochen schon als Kind entdeckt. Mit 8 Jahren habe ich angefangen, habe ich den Bäckereien geholfen. Und meine Eltern sind ja mit mir dann zum Psychologen, aber sind ja beides Akademiker und nicht ganz so. Ne? Auch können auch mehrere Fremdsprachen und mir fiel das schon sehr schwer. Mittlerweile beliefert er 120 Spitzenrestaurants, hat 15 Filialen. Sogar die Fußballnationalmannschaft bestellt bei ihm. Auch das berühmte Grand Hotel in Heiligendamm hat er schon einmal beliefert. Wir wollten schon mal Ware haben, da habe ich gesagt, ja, Heiligendamm, wo ist das denn? Wir haben Heiligendamm schon mal geliefert, wie dieser G8 gefilmt war. Das war geil. Jochen Gaues möchte das Hotel jetzt als Stammkunden gewinnen. Heute Nachmittag trifft er sich mit dem Küchenchef. Der entscheidet dann, ob er regelmäßig hier bestellt. Doch erst einmal muss das Brot fertig werden. Guck mal hier, Alter, guck dir mal an. Das kann keine Maschine aufarbeiten. Keine. Sein Erfolgsgeheimnis: Handarbeit. Und? Dieser Sauerteig, der ist ja auch von 1989, wie ich mich angefangen habe, selbstständig zu machen. Da habe ich den ersten Sauer. Seitdem läuft der durchgängig durch. Wie viele haben wir jetzt? 28 Jahre. Geil! Der Teig ist natürlich nicht 28 Jahre alt. Es sind die Bakterien im Teig. Alle anderen Zutaten, wie altes Brot, Wasser und Mehl, gibt Jochen jeden Tag frisch dazu. Sauerteig sorgt dafür, dass das Brot lange frisch bleibt und verleiht ihm seinen typischen Geschmack. Beim Brotbacken ist Jochen eines besonders wichtig. Zeit, die Teige müssen ruhen. Teigruhe, Vorteig, Sauerteig braucht alles Zeit. 48 Stunden dauert es vom Ansetzen der Hefe bis zum fertigen Brot. Bevor es dann in den Ofen kommt, gibt es noch eine ganz besondere Behandlung. Jochen flambiert seine Brote mit einem riesigen Bunsenbrenner. Ein Teig, der jetzt vorher gebrannt wird und dadurch entstehen vor dem eigentlichen Backprozess die Röstbitterstoffe. Diese Röstbitterstoffe ziehen in den Teig ein in Nuancen und dadurch schmeckt es etwas intensiver. Die flambierte Brotkruste schmeckt so leicht nach Karamell. Und das mögen die Kunden. Ob Jochen damit auch die Spitzenköche in Heiligendamm überzeugen kann? Während die einen auf Handarbeit setzen, läuft hier ohne Maschinen gar nichts. In den Lagerhallen der größten Bäckerei Deutschlands. Mitten in der Nacht verladen hier über 50 Händler abgepacktes Schnittbrot für den Supermarkt. Es wird gleich ausgeliefert. Einer der Lieferanten, Patrick Schmidt. Der ehemalige Automechaniker verdient heute sein Geld mit Brot. Zusätzlich zu seinem festen Gehalt erhält er eine Provision für jede verkaufte Packung. Umso mehr Brot ich verkaufe, umso mehr verdiene ich. Das heißt, wenn ich beim Kunden einen Aufbau mache mit mehr Brot, habe ich natürlich Ende des Monats ein bisschen mehr Geld auf dem Konto.
Damit er möglichst viel Umsatz macht, beliefert er täglich zwischen 8 und 12 Supermärkte. Und das noch vor Ladenöffnung. Ein Job, der ihm einiges abverlangt. Also ich stehe nachts um 0.30 Uhr auf, mache mich dann ganz normal fertig, fahre so gegen 1 los Richtung Firma, bin meistens Viertel nach 1 dann vor Ort, dann fange ich an zu arbeiten und bin meistens dann gegen 10 Uhr morgens dann wieder zu Hause. Rund 3.000 Euro brutto verdient er damit im Monat. Zusammen mit rund 1.000 weiteren Lieferanten in ganz Deutschland versorgt er uns so mit frischem Brot. Patricks erste Station, ein Supermarkt im Norden von Hamburg. Marktleiter Michael Lee kennt Patrick schon seit 6 Jahren. Moin. Moin. Hi, na? Na, alles gut? Ja, selber. Sehr schön, alles gut. Kost Kuhschreiber? Jo. Top. So, dann sag mal an. So, dann haben wir 8-mal Premium. Jo. 5-mal Kartoffelbrocken. Jo. Über 400 Brote hat er heute dabei. Je mehr Brot er anbieten kann, desto mehr Geld für Patrick. Alle Brotpackungen haben unterschiedliche Clipfarben. Für Patrick eine wichtige Orientierungshilfe. Denn so weiß er, welches Brot noch frisch ist. Es bleiben hier gewisse Farben dran, die von Montag bis Samstag unterschiedlich sind. Und an den Farben erkenne ich, welches Brot in die Retoure muss und welches Brot noch gut ist. Heute müssen alle Packungen mit einem gelben Clip raus, denn sie liegen länger als 4 Tage im Regal. Das alte Brot wird später zu Tierfutter verarbeitet. Ein paar Stunden später, ebenfalls in Hamburg. Eine der größten Mühlen Deutschlands. Qualitätsmanager Ulf Müller hat schon ordentlich zu tun. Eine Fracht Weizenkörner ist gerade per Schiff angekommen. Doch bevor die 1.500 Tonnen Getreide zu Mehl verarbeitet werden können, prüft Ulf Müller die Qualität der Lieferung. Ja, nimm mal ruhig ein bisschen weiter von hinten. Ja, das ist gut. Und schön tief. Passt. Genau. Bei der Beurteilung verlässt sich der Lebensmitteltechnologe ganz auf seine Nase. Ich versuche noch mal rauszufinden, ob der Weizen wirklich keinen Fremdgeruch hat. Er hat keinen muffigen Geruch, keinen Säurengeruch, keinen Lagergeruch, nicht. Der riecht tiptop einwandfrei. Der Geruch ist allerdings nur ein erster Anhaltspunkt. Erst nach weiteren Tests entscheidet sich, ob der Weizen qualitativ wirklich so gut ist, dass man Mehl daraus machen kann. Im Labor untersucht Lynn Bartels die Weizenprobe genauer. Die angehende Lebensmitteltechnikerin prüft die Eigenschaften der Körner, wie Gewicht und Enzymgehalt. Denn nur aus hochwertigen Körnern entsteht das Mehl für unser Brot. Ich finde es wichtig, dass wenn man in einen Laden geht und sich etwas kauft, es immer die gleiche Qualität ist. Dass ich nicht, wenn ich heute hingehe, das Brot beispielsweise trocken ist und morgen ist es wieder bröselig. Lynn kontrolliert auch, welche Type das jeweilige Mehl hat. Hierbei wird unterschieden, welchen Mineralstoffgehalt das Mehl besitzt. Mehl mit einem niedrigen Mineralstoffgehalt ist perfekt für Kuchen und Brot. Die Deklarierung steht auf jeder Mehlpackung. Das meistverkaufte Mehl ist die Type 550. Das benutzt man für Brötchen und Baguette. Auch aus dem gerade gelieferten Weizen soll 550er Mehl entstehen. Mithilfe eines Brandtests checkt Lynn, ob das Mehl auch korrekt gemahlen wurde und es sich zum Brotbacken eignet. Bei knapp 1000 Grad fangen die beiden Mehlproben Feuer. Wenn das jetzt fertig ist, ist nur noch die Asche übrig und in der Asche befinden sich die Mineralstoffe. Und darüber kann man dann die Mehltype bestimmen. Beim Herausnehmen fällt auf, man sieht kaum Aschereste. Für Lynn ist das ein gutes Zeichen, denn das bedeutet, das Mehl hat die gewünschte Type. Im nächsten Schritt überprüft Peter Wehrmann die Backeigenschaft des Mehls. 150 Brote und Brötchen backt der Bäckermeister dafür aus den Mehlproben. Was wir analysieren, das muss ich hier verwirklichen, umsetzen und nachher dem Bäcker nachher draußen, wenn er Probleme hat, erklären, woran es liegen kann, wenn er mal irgendwas nicht so passt, wie es passen soll. Weist das Mehl beim Backen zu starke Mängel auf, darf der Frachter mit dem Weizen nicht entladen werden.
Die 1500 Tonnen Getreide landen dann in Biogasanlagen. Peters Kriterien: Der Brötchenteig muss fluffig und gleichzeitig stabil sein. Wenn ich jetzt hier raufdrücke, dann darf es nicht gleich zusammenfallen. Es darf sich ein bisschen senken, ja, aber nicht mehr. Ja. Und schlecht wäre es, wenn ich jetzt habe, können wir einmal zeigen, wenn ich jetzt fallen lasse, dann kann er sich normalerweise ein bisschen zusammenfallen. Es fällt also nicht, das ist eigentlich ziemlich gutes Mehl. Also sehr gutes Mehl. Also ab in den Ofen damit. Die Brötchen gehen sofort auf. Und sind bereit für den Knuspertest. Das macht man, um die Rösche, die Kruste zu testen. Wie grosch ist das? Ich würde sagen, einwandfrei. Alles super. Kann zum Kunden geliefert werden. Volumenausbeute ist auch in Ordnung. Abschüttung ist in Größe. Ordnung. Alles gut. Ich würde das so freigeben wollen. Ja. Nach drei intensiven Testphasen darf das kommen von Bord. Ulf Müller gibt das Go für den Riesensauger. Über den gelangen 2,5 Tonnen Körner pro Minute ins Innere der Mühle. Und diese landen hier, in einer Art Putzmaschine. Mit Hilfe von Luft- und Rüttelbewegungen wird das Getreide gereinigt. Während Staub- und Strohteile nach oben steigen, fallen kleine Steine durch ein Sieb nach unten. Alles läuft vollautomatisch ab. Riesige Maschinen reinigen, sieben und mahlen die Körner. Die Müller sind heute nur noch für die Kontrolle der Geräte zuständig. Über ein weit verzweigtes Rohrsystem werden Körner und Mehl dann von Maschine zu Maschine geblasen. Vom Reinigen der Körner bis zum fertigen Mehl dauert das gerade mal eine Viertelstunde. Nach der Reinigung steht das Walzen auf dem Programm. Stufenweise werden hier die Körner zermahlen. Dazwischen landen sie immer wieder in riesigen Siebanlagen. Ulf Müller nimmt regelmäßig Proben. Das grobe Produkt, wenn man sieht, ist ganz deutlich, hat noch Schalenteile drin. Diese muss die Mühle noch entfernen. Dieses Produkt sieht schon deutlich besser aus und kann schon wieder weiter vermahlen oder verarbeitet werden. Insgesamt durchlaufen die Körner die Siebe und Walzen 52 Mal, bis am Ende nur noch feines Mehl übrig bleibt. Der Rohstoff für unser Brot. Lebensmitteltechnologe Ulf Müller liebt seinen Job. Die Müllerei hat eine sehr große Bedeutung für die Gesellschaft in Deutschland, insbesondere natürlich für die Ernährung. Würden wir zahlreiche Mühlen, die hier von Bedeutung sind, abschalten, hätten wir in einigen Tagen oder einigen Wochen ein akutes Ernährungsproblem. Um Engpässe auszugleichen, landet ein Teil des Mehls immer im sogenannten Reservesilo. Der Rest wird in 1-Kilo-Paketen an die Supermärkte geliefert oder landet in den Tanks dieser Lkw. Täglich beliefern sie Großbäckereien in ganz Deutschland. Machen die Körner voll und dann erst dann für Braunstein. 5 Minuten noch. Machen die Körner und dann geht's ab. Es ist mittags kurz nach 12. Für Kultbäcker Jochen Gaues entscheidet sich heute, ob er künftig sein Brot an das Grand Hotel Heiligendamm liefern darf. Um den Küchenchef dort zu überzeugen, backt Jochen einen seiner Bestseller. Ein Tomaten-Ciabatta. Tomaten getrocknete in Olivenöl, Knoblauch, Paprika und Tomatenmark. Man sollte an den Rohstoffen nicht sparen. Das ist jetzt Top-Qualität. Würde ich mal so sagen. Du hast das selbst geteilt? Oder? Ja. Wie der Ferrari von den Tomaten aus Italien. Doch trotz teurer Zutaten, das Brot ist vergleichsweise günstig. 1 Kilo seines Ciabattas kostet rund 5 Euro. Seine Besonderheit, die knackig dunkle Kruste. Wie werden die Gourmetköche auf den Geschmack des dunklen Brotes reagieren? Vom Luxusbrot zur Massenware aus der Großbäckerei. In diesen Hallen entsteht Schnittbrot für die Supermärkte. Alles läuft vollautomatisch. Teig schneiden, formen, backen. Wir sehen nur Maschinen. Und ihn, Bäckermeister Steve Becker. Er betreibt die Anlage. Seine Arbeit unterscheidet sich jedoch drastisch von der seiner traditionell backenden Kollegen. Das Wichtigste an meiner Arbeit ist die Überwachung der Anlage, die Einstellung, dass alles vernünftig läuft, dass hinten ein gutes Produkt rauskommt.
Richtig mit der Hand arbeiten muss Steve kaum noch. Doch es gibt eine Aufgabe, die überlässt er keiner Maschine. Die Kontrolle des Sauerteigs. Das ist unser Grundsauer, den wir selber züchten. Und der hat eine Stehzeit von 6 Stunden. Und auf unseren Deckeln schreiben wir, wann wir den hergestellt haben. Und danach beurteilen wir den. Und ich ab und zu oder regelmäßig prüfen wir die Temperatur und den Säuregrad. Und dann schnuppern wir mal, ob der auch okay ist alles. Trotz aller Maschinen und Computer, es ist schließlich Steves Nase, die entscheidet, ob der Teig reif für die Weiterverarbeitung ist. Hier werden alle Brote mit Sauerteig gebacken. Pro Tag 250 Tonnen. Und zwar als riesen XXL-Leib. 1,20 Meter sind diese Brote lang. Also das sind ja 8 Kilo Stangen, die wir hier backen. In der Stunde haben wir so 200 Stangen, 300 Stangen. Aus einem Brot entstehen bis zu 18 Packungen Schnittbrot. Von der Anlieferung des Mehls bis zum fertigen Produkt dauert das gerade einmal 24 Stunden. Im Vergleich dazu, ein traditioneller Handwerksbäcker braucht doppelt so lange. Fehlt einem Industriebäcker nicht manchmal die Handarbeit? Da ich ja selber gelernter Bäcker bin und viele Jahre, auch über 10 Jahre im Handwerk gearbeitet habe, fehlt mir schon ab und zu mal die Handarbeit. Aber von der Qualität her und alles Mögliche liegen wir hier auf einem guten Level. Sogar auch sehr gut. Ja, ich habe hier genauso viel Spaß wie im Handwerk. Steve, der Brotbäcker für die Massen. Um uns mit Brot zu versorgen, hat er seinen Handwerksberuf gegen das Kontrollieren von Maschinen eingetauscht. Der Gegensatz zur Massenproduktion, dieser Laden in Berlin. Hier sind wahre Brotkünstler am Werk. Aus Brotteig haben sie ein Trendgebäck entwickelt. Im Moment der Renner auf Foodblogs und Plattformen wie Instagram. Die kleinen Köstlichkeiten nennen sich Spluffins, eine Mischung aus Blätterteigbrötchen, Muffin und einer cremigen Füllung. Bäckermeister Johannes ist der Erfinder. Er schwärmt besonders von seinem Spluffin mit giftgrüner Füllung. Da sind weiße, rote Bohnen, Mais und Jalapenos im Teig. Und innen drin ist Avocado-Creme, also so eine Art Guacamole. Genau, und außen sind halt Tortilla-Chips. Das machen wir, das ist so eine Tortilla-Chips-Kruste. Neben der herzhaften Variante gibt es auch süßes Bluffins. Insgesamt bietet Johannes über 15 verschiedene Sorten an. Johannes hat sich zusammen mit seinem Kollegen Michael mit dieser Bäckerei einen Traum erfüllt. Seit einem Jahr backen die beiden hauptberuflich Spluffins. Was jetzt da reinkommt, ist natürlich erstmal das Dinkelmehl, ne, was wir verwenden. Das ist der Hauptbestandteil. Ne? Neben Mehl kommen Milchpulver, Butter, Hefewürfel und Apfelmus in die Schüssel. Außerdem Hefeteig, Wasser und Zucker. Das Ganze wandert dann in den Teigmischer. 10 Minuten kneten und fertig. Im Moment produzieren Michael und Johannes rund 3000 Spluffins pro Woche. Und das, obwohl viele zu Beginn am Erfolg gezweifelt haben. Viele Bäcker jetzt zum Beispiel, die haben auch zu mir gesagt, ja, nee, funktioniert nicht, nur den Spluffin alleine, musst du noch andere Sachen dazu nehmen und so weiter. Also da hat keiner gesagt oder gelächelt, ja, super, mach das mal und alles toll und so, ne? Das hat mich eigentlich dazu bewogen, dass ich daran geglaubt habe, an dem, was ich mache. Mittlerweile kann man die Spluffins sogar online bestellen. Heute mischt Michael Süßkartoffeln, Mairübchen und Sonnenblumenkerne. Das genaue Rezept für die Füllung? Top Secret. Doch eine Zutat fällt sofort auf. Fett. Johannes arbeitet riesige Margarineplatten in den Teig ein. Das macht ihn geschmeidig. An der Dosierung haben die beiden Bäcker lange getüftelt. Man muss jetzt dazu sagen, wir haben angefangen mit doppelt so viel Fett. Da haben wir das erste Mal, wo wir das gegessen haben mit dem Teig, da ging es uns so dreckig. Also das wollten wir halt da nicht nochmal wiederholen. Heute haben sie den Dreh raus. Anders als bei klassischem Brot wird dieser Teig nicht geknetet, sondern gebürstet, gefaltet und plattgewalzt. Ist er dünn genug, kommt die Füllung dran. Die Teigplatten werden dann in kleine Vierecke geschnitten. Jetzt die Fusion aus Blätterteigbrötchen und Muffin.
das wäre das Berliner Splitterbrötchen, wenn man das jetzt so backen würde, dass das hier, dieser Knüppel hier so dieses Loch rausbeckt. Und wir sind so verrückt, wir drehen das einfach um und backen das dann so in der Form und das ist dann unser Spluffin. Aus dem Ofen geht's direkt an die Theke. Pro Stück kosten die kleinen Brotgebäcke rund 3 €. Gefüllt mit Süßkartoffeln, Avocado, Milchreis, Apfelmus und Himbeercreme. Wie schmeckt's den Kunden? Echt gut. Also schön fluffig auch. Also schmeckt. Ich fand das irgendwie eine coole Idee, so eine Mischung aus Muffin, die ja doch manchmal sehr, sehr schwer sind, und so einem Stilterbrötchen. Das Trendgebäck kommt an. Für Johannes und Michael ein weiterer Grund, an ihren Erfolg zu glauben. Auf Erfolg hofft auch Kultbäcker Jochen Gaues. Er ist in Heiligendamm angekommen. In diesem Sternehotel haben schon Politiker wie Barack Obama und Angela Merkel übernachtet. Die Gäste erwarten Luxus auf höchstem Niveau. Natürlich auch beim Essen. Und er ist dafür zuständig. Sternekoch Ronny Siebert. Ihn will Jochen von seinem Brot überzeugen. Das ist jetzt von gestern, ne? Mann, von gestern. Nicht von heute. Es ist auch immer unterschiedlich, weißt du? Hier, guck mal. Komplett, was hast du ja nicht für Unterschied? Andere Temperatur. Du, das, ich sag's ja so, wenn's außen zu hell ist, schmeckt's innen auch scheiße. Ob sein Brot ankommt? Baguette, Ciabatta und Wirsingleibe. Insgesamt hat Jochen 30 Brotsorten mitgenommen. Auch Küchenchef Steffen Duckhorn will probieren. Der Eindruck ist sehr gut. Also wie man schon sieht, es ist wirklich saftig, so wie es sein soll. Das ist ganz, ganz wichtig. Außen kross, innen saftig, ne? Ideal zu jeder geilen Brotzeit. Da muss man dann wahrscheinlich schon aufpassen, dass man nicht zu viel isst, sonst hat man nachher nicht mehr so viel Hunger für den Rest des Abends. Ne? Das Brot überzeugt die beiden Gourmetköche. Doch es soll vor allem denen schmecken, die für ihr Essen bezahlen, den Gästen. Die Köche bieten daher Jochens Brot direkt am nächsten Buffet an. Brot ist etwas, wo man viel auch so Kindheit und frisch und es muss wirklich gut schmecken. Da muss das Brot schon nur mit Butter funktionieren. Aber es ist sehr, sehr gut. Und ich glaube, es wird nicht die letzte Runde gewesen sein. Das war ganz ausgezeichnet. Eine tolle Auswahl und allein schon vom Optischen her beeindruckend. Ich hätte nichts dagegen, ich gebe es öfter und ich hätte auch nichts dagegen, ich wäre öfter hier. Jochen hat es geschafft. Künftig gibt es sein Brot in diesem Edelhotel. Er ist erleichtert. Sein Traum ist in Erfüllung gegangen.